Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Jetzt kommt wie gesagt das versprochene Aufgebrauch-Video vom Dezember. Und ja, fangen wir gleich mal an. Als erstes habe ich von den Hygienespieler von Denk mit. So schaut der aus. Ja, den hatte ich mir bei DM mitgenommen. Ja, bin eigentlich ganz zufrieden damit. Da ist ein Liter drin und würde ich mir nachgucken. Dann habe ich einmal leer gemacht von Balea Young Soft and Care klärende Reinigungstücher für Fischhaut. Die habe ich eigentlich immer, die finde ich sehr schön. Ja, also ein Nachkochprodukt. Dann habe ich noch einmal von Rewe Reinigungstücher leer gemacht mit Q10 und Synzym. Ja, und schauen so aus, ohne Alkohol, sind auch 25 Stück und ja, waren ganz okay. Dann habe ich eine Hand- und Körpercreme hergemacht, die ist vom Douglas, Talant Olive, so, und damals muss ich euch echt sagen, das ist die beste Handcreme, die ich hier hatte. Pflegewirkung sehr toll, Geruch auch ganz gut und da werde ich mir bestimmt die große Größe von holen. Dann habe ich von Balea Relax Dusche Atempause leer gemacht. So. Ja, fand ich ganz okay, aber nicht unbedingt ein Nachkaufprodukt. Dann habe ich einmal wie üblich Wattepads. Dann habe ich einmal von Balea Rasiergel leer gemacht mit Aloe Vera. Ja, fand ich ganz okay. Ja, muss ich mal schauen, ob ich mir das wieder kaufe und ja. Dann habe ich einmal Tee leer gemacht von Teekanne. Brasilianische Limette. Schaut so aus. Sind, glaube ich, 25 Beutel, wenn mich nicht alles täuscht. Zwanzig Stück. Und der war sowas von lecker. Das ist von mir echt, ja, eine kleine Kochempfehlung. Also der schmeckt echt lecker, hier will ich mir auf jeden Fall wieder nach. Dann habe ich eine Maske leer gemacht. Ja, da habe ich leider irgendwie den zweiten Teil verschlampt. Mit Vanilleextrakt. Ja, von Balea. Ja, war ganz okay. Mal schauen, ob ich es mir wiederholen würde. Dann habe ich von Balea Young die Dusche Hüttenzauber. Da muss ich sagen, die ist ganz, ganz toll. Die riecht richtig lecker nach Apfel. Und wenn ich sie jetzt noch bekommen sollte, hole ich es mir auf jeden Fall nochmal nach. Ganz toll. Dann habe ich hier ein, ja, leider ein Flop-Produkt. Das ist von Balea Dusche und Ölperlen Frangipani. Schaut so aus. Also, für mich war die echt so grottenschlecht, schon vom Geruch her. Also würde ich mir auf keinen Fall wiederholen. Da habe ich eine Probe von Ghoul Tiefenaufbau-Shampoo. Ja, sieht so aus. Ja, halt ein normales Shampoo, kann man eigentlich von so einer Probe nicht viel sagen. Ja, war ganz okay. Und als letztes habe ich jetzt noch von Duschdas Special Edition Winter Beauty mit verführerischem Duft. Schaut so aus. Ja, muss sagen, das war ein
warmer Blütenduft, wenn ich das so erklären soll. Aber hat mich halt auch nicht überzeugt. Fand ich nicht so gut. So, das war's mal wieder mit meinem Aufgebracht wieder. Meine Douglas-Tüte ist wieder leer. Und freut mich jetzt im Januar wieder sammeln zu können. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und dann bis zum nächsten Video.